Heute öffnen wir gemeinsam mit euch das Tor zur Vergangenheit. Dazu blicken wir auf einige überwältigende Entdeckungen, die uns tiefer denn je in die Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren eintauchen lassen. Habt ihr eine Idee, warum in der Barockzeit der Handel mit Toten boomte? Oder was uns die Entdeckung eines Schatzes über den Werdegang eines Verbrechers verrät? Schreibt uns eure Gedanken dazu gern schon mal unten in die Kommentare und schaut dann, ob ihr richtig lagt. Ihr habt hoffentlich auch schon auf den Abo-Button gedrückt und die Glocke geläutet. Gut, dann kann's hier losgehen. Hier sind 10 archäologische Entdeckungen, die selbst die erfahrensten Forscher erstaunen. Die heiligen Leiber. Sie sind mit prächtigen Edelsteinen verziert und in feinste Stoffe gekleidet. Die heiligen Leiber, die bereits seit Jahrtausenden in der Stiftbasilika von Waldsassen ausgestellt werden. Im Detail gehen die extravagant geschmückten Skelette auf eine Grundsatzentscheidung aus dem 16. Jahrhundert zurück. Auf dem Konzil von Trient wurde festgelegt, dass die heiligen Körper der Märtyrer von den Christen zu verehren sind. Was für uns gleichermaßen befremdlich wie unheimlich wirkt, war damals also eine legitime Darstellung der göttlichen Herrlichkeit. Tatsächlich entbrannte diesbezüglich schon bald ein waschechter Wettstreit zwischen den Kirchenhäusern in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder wollte sich eine der morbiden römischen Reliquien sichern, um bestenfalls zu einem prestigeträchtigen Wallfahrtsort emporzusteigen. Demnach war es damals keine Seltenheit, dass die heiligen Knochen gleich in Massen über die Alpen gebracht wurden. Anschließend galt es, die Gebeine korrekt zusammenzufügen und sie mit feinsten Stickereien und glitzernden Goldverzierungen in Szene zu setzen. Letztlich wurden die vermeintlichen Märtyrer, von denen wir also überhaupt nicht wissen, ob sie immer den Märtyrertod gestorben sind, in gläsernen Schreinen präsentiert. Eine Schale mit getrocknetem Blut zeugte wiederum von den Qualen, die der Verstorbene für seinen christlichen Glauben auf sich genommen hatte. Im oberpfälzischen Waldsassen können wir bis heute bestaunen, welche unglaublichen Blüten der barocke Kirchenkult getrieben hat. Im Zuge der Aufklärung geriet die Totenverehrung jedoch zusehends in die Kritik, sodass ab dem 19. Jahrhundert immer weniger Katakombenheilige aus Rom importiert wurden. Giganten von Monte Brama. In den 70ern gelangten die Forscher in der Nähe des Monte Brama auf der Sinishalbinsel zu einem bahnbrechenden Schluss. Das Gebiet wurde einst von ausgewachsenen Giganten bewacht. Okay, zugegeben, die bis zu 2,50 Meter großen Aufpasser bestanden nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Sandstein. Dabei fiel den Giganten von Monte Brama die Aufgabe zuteil, die 30 Hockergräber der Naturhagenkultur. Dabei fiel den Giganten von Monte Brama die Aufgabe zuteil, die 30 Hockergräber der Nuragenkultur zu beschützen, die im selben Atemzug entdeckt wurden. Mit Erfolg. Die uralten Grabstätten präsentierten sich nach all der Zeit noch immer in einem unversehrten Zustand. Die Analyse der rund 5000 Brückenstücke deutet darauf hin, dass einst über 40 dieser steinernen Kolosse existierten. Wann genau die imposanten Artefakte erschaffen wurden, ist allerdings unklar. Die nicht unumstrittenen Schätzungen datieren den Entstehungszeitraum auf die Jahre 1100 bis 900 vor Christus. Vinland-Karte. Die Vinland-Karte verkörperte die älteste Landkarte, die einen Küstenabschnitt Nordamerikas zeigt. Wie aus dem Dokument hervorgeht, ging die Entdeckung des sogenannten Vinlands auf das Konto eines gewissen Bjarni und dessen Kollegen Leif. Allerdings wird die Geschichte der isländischen Forscher, die im späten Mittelalter bis nach Amerika vorstießen, von einem großen Wermutstropfen überschattet. Vor wenigen Monaten entpuppte sich die Vinland-Karte als dreiste Fälschung. Zu diesem Schluss gelangten einige Spezialisten an der Yale University. Zwar stammt das Pergament tatsächlich aus dem Mittelalter, allerdings fehlen von der Tinte bestimmte Elemente, die typisch für die damalige Zeit waren. Demzufolge wurde die Karte wohl erst im 20. Jahrhundert angefertigt. Der Altar des Schlangenkönigs. Wir schreiben das Jahr 2018, als den Archäologen tief im Dschungel von Guatemala ein absoluter Sensationsfund gelingt. Ein steinerner Maya-Altar, der fast 1500 Jahre im Verborgenen geschlummert hatte. Dieser verkörpert nicht weniger als das älteste bekannte Artefakt aus der klassischen Maya-Periode, welche auf den Zeitraum von 250 bis 900 nach Christus datiert wird. Dabei gewähren uns die Abbildungen auf dem Objekt einen lebendigen Einblick in einen vergessenen Teil der Geschichte, berichten sie doch von dem bis dato unbekannten Herrscher Chaktok Ich-Ak. Mitsamt einer zweiköpfigen Schlange abgebildet, pflegte der König von La Corona wohl enge politische Beziehungen zur Hauptstadt des Kanul-Königreichs. Dass ausgerechnet eine Schlange auf der großen Kalksteinplatte verewigt wurde, ist indes kein Zufall.
In Anlehnung an die Schutzgötter waren die Herrscher der Kanul-Dynastie auch als Schlangenkönige benannt. Darüber hinaus enthält der Altar Informationen über die frühen Expansionsstrategien der Kanul-Könige, die während der klassischen Periode jahrhundertelang über weite Teile des Maya-Tieflands herrschten. Versteckter Münzschatz. Im Jahr 1830 in Tasmanien gegründet, diente Port Arthur lange Zeit als Sträflingskolonie. Die Verbrecher, die hierhin geschickt wurden, mussten anschließend Schiffe bauen, Schuhe herstellen, als Schmiede arbeiten oder Holz und Ziegel herstellen. Zu Beginn der 1840er Jahre verrichteten hier über 1200 Männer ihren Strafdienst. Und ein erst kürzlich gemachter Fund deutet darauf hin, dass sich nicht jeder Gefangene während der Zeit in Port Arthur besserte. Davon zeugt jedenfalls der vergrabene Münzschatz, der in der Nähe der ehemaligen Gießerei aufgespürt wurde. Da die Sträflinge selbst kein Geld besitzen durften, liegt der Schluss nahe, dass die Silberschillinge einem Aufseher gestohlen und daraufhin versteckt wurden. Weshalb die Beute letztlich niemals mitgenommen wurde, ist unklar. Vielleicht wurde der Dieb verdächtigt und durfte die Werkstatt fortan nicht mehr betreten. Womöglich wurde der Übeltäter aber auch aus seinem Strafdienst entlassen, ehe er die geklauten Münzen einsammeln konnte. Antikes Badezimmer. In der Nähe der heutigen Stadt Izmir in der Türkei gelegen, durften sich die Bewohner von Altsmyrna zwischen den Jahren 1000 und 300 vor Christus an regelmäßigen Theatervorstellungen erfreuen. Wohin die Schauspieler verschwanden, wenn sie mal aufs stille Örtchen mussten, zeigt die 2200 Jahre alte Latrine, die vor einigen Monaten zurück ans Tageslicht befördert wurde. Dabei konnten sich hier bis zu 13 Personen gleichzeitig erleichtern. Was für uns etwas an Privatsphäre vermissen lässt, war damals ein Ort, der auch zum Pflegen sozialer Kontakte diente. Allerdings durfte die Latrine, die mit fließendem Wasser gereinigt wurde, nur von den Künstlern benutzt werden. Die rund 20.000 Zuschauer, die in dem Theater Platz fanden, konnten die Besuchertoiletten nutzen. Mittelalterliche Propaganda. Edward of Woodstock, besser bekannt als der Schwarze Prinz, erblickte am 15. Juni 1330 das Licht der Welt. Als ältester Sohn und Thronfolger von König Edward III. War Edward unter seinen Volksleuten für seine Tapferkeit beliebt, während er in den Reihen seiner Feinde als gewiefter Heerführer gefürchtet wurde. Darüber, was es mit den Hintergründen seines Spitznamens auf sich hat, wird bis heute spekuliert. In schriftlichen Quellen wird der Name der Schwarze Prinz erst 160 Jahre nach Edwards Tod erwähnt. Einige Experten mutmaßen, dass der englische Adelige während der Schlachten der Hundertjährigen Kriege eine schwarze Rüstung trug. Andere Gelehrte halten es für wahrscheinlicher, dass der Beiname auf die brutale Kriegsführung des Königssohns zurückging. Eine neue Theorie schlägt nun vor, dass der klanghafte Name gezielt in Umlauf gebracht wurde, um die umstrittene Thronfolge von Edwards Sohn Richard zu festigen. Allerdings half diese mittelalterliche Propaganda wohl nicht dabei, den Familiennamen des gnadenlosen Königs reinzuwaschen. Nach jener Phase, die rückblickend als die Tyrannei Richards II. Bezeichnet wird, wandte sich der Großteil des Heeres von seinem Herrscher ab und lief zu dessen Onkel Henry Bolingbroke über. Sklavenunterkünfte in Pompeji. Nach einem gewaltigen Ausbruch des Vesuvs verschüttet, gilt Pompeji als das Paradebeispiel einer antiken Stadt, die perfekt für die Nachwelt konserviert wurde. Auch das völlig intakte Sklavenzimmer, das vor kurzem bei den Stadtmauern von Pompeji wiederentdeckt wurde, präsentierte sich in Form einer überwältigenden Zeitkapsel. Sowohl die drei Holzbetten als auch die Gefäße mitsamt den darin enthaltenen Metall- und Stoffgegenständen haben es geschafft, all die Jahrhunderte zu überdauern. In der entsprechenden Villa waren ein Jahr zuvor bereits die Überreste zweier Opfer des Vulkanausbruchs gefunden worden, bei denen es sich vermutlich um einen Hausherrn und dessen Sklaven handelte. Das 16 Quadratmeter große Sklavenzimmer war wiederum sehr spartanisch eingerichtet, von Wanddekorationen fehlte jede Spur und die einzige Lichtquelle war ein kleines Fenster. Älteste Fußspuren Amerikas. Wer wissen will, welche Wege die frühesten bekannten Siedler Amerikas zurücklegten, ist in der White Sands-Region im US-Bundesstaat New Mexico an der richtigen Adresse. Das Alter der Fußspuren, die damals noch in weichen Gips gepresst wurden, beträgt schätzungsweise 21.000 bis 23.000 Jahre. Somit entstanden die Abdrücke während der kältesten Phase der letzten Eiszeit und beweisen, dass der Mensch den amerikanischen Kontinent bereits vor dem Abschmelzen der Gletscher besiedelte. So bringen die 61 menschlichen Abdrücke die berühmte Beringstraßentheorie wieder einmal ins Wanken. Gemäß dieser These gelangten unsere Vorfahren erst vor 13.000 Jahren nach Amerika, nachdem die vereiste Passage wieder freigelegt worden war. Besonders interessant, die meisten der entdeckten Fußspuren stammten von Jugendlichen und Kindern.
Ein Umstand, der vielleicht tief in die damalige Lebensweise blicken lässt. Während die Erwachsenen auf die Jagd gingen, widmeten sich die Jüngeren dem Sammeln von Nahrung oder haben einfach nur am Seeufer gespielt. Römisches Schlachtfeld. Im 1. Jahrhundert vor Christus kam es im Südosten der Schweiz zu einem Kampf zwischen den Römern und einem einheimischen Stamm. Bis vor kurzem glaubten die Experten, sämtliche Artefakte dieses altehrwürdigen Schlachtfelds geborgen zu haben, aber das stimmte nicht. So gelang es einem Sondengänger, dort einen 2000 Jahre alten römischen Dolch aufzuspüren. Auf die Entdeckung aufmerksam geworden, sollte die Stätte noch einmal einer professionellen Ausgrabung unterzogen werden. Und tatsächlich mussten sich die Forscher eingestehen, in der Vergangenheit nicht ganz so gründlich gearbeitet zu haben. Demnach stießen die Archäologen auf hunderte neue Artefakte, darunter Steinschleudern, Münzen, Nägel und das Fragment eines Schildes. Historiker schätzen, dass damals 1500 Männer an der Schlacht teilnahmen. Verglichen mit den gewaltigen Kämpfen, die die Römer anderswo in Europa austrugen, war der Vorfall in der Schweiz aber eher ein kleines Scharmützel. Weitere Untersuchungen sollen dabei helfen, den Zeitraum des Kampfes einzugrenzen und Informationen über die Verluste auf beiden Seiten zu gewinnen. Tja, Leute, das war's auch schon wieder mit unserem Abstecher in die Vergangenheit. Welche Entdeckung hat euch am meisten überrascht? Und was haltet ihr von dem bizarren Märtyrerkult, der früher in vielen Kirchen praktiziert wurde? Wir sind schon jetzt auf eure Kommentare gespannt. Denkt gern dran, uns ein Like und ein Abo dazulassen, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.